Servus Leute und willkommen zu meinem Want to Read für den Monat April. Und diese Bücher, die ihr jetzt sehen werdet, habt ihr natürlich auch schon in meinem letzten Want to Read gesehen. Deswegen zeige ich es euch einfach nochmal und sage nicht mehr allzu viel dazu. Zum einen möchte ich natürlich Schwarzes Blut von Max Wilde beenden. Bin ja mittlerweile auf Seite 118 von ungefähr 300. Und ich möchte ich auf jeden Fall noch beenden. Dann als nächstes möchte ich unbedingt Revival von Stephen King endlich lesen. Nach Schwarzes Blut definitiv kommt das dann als nächstes dran. Definitiv, hundertprozentig, ist schon sicher. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Haben ja mittlerweile schon die meisten gelesen, außer ich. Dann möchte ich auch Verderben von Bentley Little weiterlesen. Das hat mir nämlich sehr gut gefallen und ich möchte auf jeden Fall noch weiterlesen und wissen, wie es noch weitergeht mit dem Supermarkt. Dann Rezensionsexemplar Blutwind will ich noch unbedingt lesen. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Book Crossing Buch, Das große Tier von Veit Etzold. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und wird dann nach dem Lesen natürlich weitergegeben. Also Book Crossing Buch. Und wenn es jemand haben möchte, dann danach einfach melden. Dann kann ich es euch weiter schicken. Dann auch noch zwei Rezensionsexemplare, die hier liegen. Das ist ein ganz kurzes Video. Krähenmädchen von Erik Axel Sunds. Da gehen ja die Meinungen ziemlich auseinander. Aber ziemlich. Manchen gefällt es, manchen nicht. Manche finden den Schreibstil nicht so toll, die Atmosphäre nicht so toll. Andere wiederum finden es mega gut. Ich bin gespannt, wie es mir gefallen wird. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sehr genial und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und dann noch das letzte Rezensionsexemplar, das ich schon begonnen habe. Der Turm der toten Seelen von Christopher Carlsen. Bin ich jetzt auf Seite 85 von 350. Und bisher konnte es mich noch nicht wirklich so wirklich packen. Deswegen bin ich gespannt, wie es doch weitergeht und bin gespannt, wie das so sein wird dann. Es werden noch, also das ist jetzt mal das Vorhaben, was ich unbedingt lesen will, die Bücher, weil es auch Rezensionsexemplare sind, die ich unbedingt noch lesen will. Es wird auf jeden Fall noch mehr gelesen, es wird mehr kommen, vielleicht noch von der Bücherei oder so. Und ja, dann war's das. Ein ganz, ganz kurzes, schnelles Video. Auch mal nett, mal ganz schnell ein Want-to-Read abgedreht. Und damit sage ich, wie sieht euer Want-to-Read aus? Was habt ihr euch so vorgenommen für den April? Schreibt das mal in die Kommentare. Weniger oder mehr? Oder macht ihr gar nicht so Leselisten? Lost ihr Bücher aus? Oder entscheidet immer spontan, was ihr als nächstes lest? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das so macht. Würde mich mal interessieren. Und dann war's das mit dem Video. Ich sage Tschüss und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.